Von Camp to Camp wird uns was erzählen zum GeoStyler Map File Parser, beziehungsweise auch ein bisschen zu GeoStyler an sich. GeoStyler ist ja ein Framework, mit dem man aus unterschiedlichen Programmen die Stildefinitionen laden kann und dann in andere Formate transformieren kann. Ganz wichtiges Tool, haben wir im Vortrag eben vorher schon mal gehört, dass die es auch eingesetzt haben. Und das kann jetzt eben noch mehr als vorher. Und ich bin gespannt, was Balthasar uns dazu erzählen wird. Und damit würde ich sagen, Film ab. Ja, willkommen zu meinem Vortrag GeoStyler Mapfile Parser. Mein Name ist Balthasar Teuscher. Ich arbeite als Geospatial Engineer bei Camp2Camp. Für die Leute, welche Camp2Camp noch nicht kennen, wir bieten innovative Lösungen von Open Source Experten, vor allem im Bereich Geospatial, Business Solutions und Infrastructure. Kurz zum Inhalt des Vortrages. Ich werde zuerst auf den Kontext eingehen des Projektes, wie es entstanden ist, wer die Leute dahinter sind oder die Parteien. Ich werde dann auch kurz den GeoStyler Ökosystem einleiten und dann vor allem den Mapfile-Parser, die Entwicklung und den aktuellen Stand präsentieren und zum Schluss noch eine kurze Demo machen, eines Beispielprojektes. Ja, zu den Stakeholdern. Es war vor allem ein kleines Team von Camp2Camp einerseits. Und auf der anderen Seite war das Bundesamt für Landestopographie Swisstopo, das der eigentliche Auftraggeber war. Das Projekt entstand wegen Corona eigentlich. Es war ein Ausweichprojekt, weil ein anderes Projekt nicht planmäßig beginnen konnte. Ja, die Ausgangslage für Swisstopo oder warum sie diese Initiative ergriffen haben, war, dass sie die Bundesgeodateninfrastruktur hat ein WMS auf Basis von Map-Server. Sie haben dort mehr als 1000 Map-Files. Und ihre Vision ist eigentlich, dass sie die Projekte automatisch überführen möchten von Map-Server nach QGIS oder auch ArcGIS und auch wieder zurück, um eine vollautomatische Datenintegration zu ermöglichen. Ja, was ist der GeoStyler? GeoStyler ist eine im Kern ein intermediäres generisches Format für Stile von Geodaten, ist der sogenannte GeoStyler Style. Und dann eine Kollektion an Parsern. Und diese Parser, ja, für jedes Stilformat bestehende, muss so ein Parser geschrieben werden, um das im GeoStyler verwenden zu können. Da gibt es verschiedene, es gibt SLD, QGIS oder auch OpenLayers, Mapbox. Ja, als Projekte, die meisten sind in TypeScript. Es gibt auch ein Demo-Projekt, ein Editor mit einer UI, wo man im Browser interaktiv ein Stil erstellen kann. Und gerade die Stilinformationen oder zum Beispiel das SLD sieht. Ja, zu unserem Parser, Mapfile-Parser, der noch nicht existierte. Wir haben der entwickelt mit einem ersten Kickoff mit Terrestris
zu Beginn, Sie haben uns das Ökosystem und GeoStyler erklärt. Sie haben uns auch ein Template-Projekt aufgestellt. Ja, in diesem Template-Projekt gibt es eigentlich vor allem zwei wichtige Funktionen oder welche so als API benutzt werden, auch innerhalb des GeoStyler-Ökosystems, und das ist der ReadStyle, welche einen String als Input hat und dann ein GeoStyler-Style-Objekt zurückgibt, und die andere Funktion, der WriteStyle, nimmt so ein GeoStyler-Style-Objekt und transformiert das in einen String. Wir haben auch nicht ganz bei Null begonnen. Wir haben einen existierenden Mapfile-Parser gefunden, der in JavaScript geschrieben war. Es war ein sehr simpler line-based Parser, der hat eigentlich einfach über die Linien iteriert eines Mapfiles und dort gewisse Parameter herausgelesen, wie zum Beispiel den Key und die Values, ob es ein Block ist, ob es ein Kommentar hat und ob es ein Endstatement ist. Für die Leute, welche Map-Files kennen, wie sie aufgebaut sind, meistens gibt es Key-Value-Pairs oder dann Blocks wie Layer und Klasse. Ja, und das Ziel am Anfang war dann eigentlich, ja, möglichst bald können wir einen grünen Punkt darstellen. Das war so, das ist es möglich, da etwas zu generieren. Für mich war noch ein Schritt null, ich musste noch mich mit JavaScript auseinandersetzen. Ich habe das noch nie gelernt vorher, und das war das erste Projekt, welches ich in JavaScript oder besser gesagt TypeScript gemacht habe. Ja, was haben wir dann gemacht? Wir haben den Parser ausgebaut. Wir haben die Baumstruktur rekonstruiert. Wir haben auch die Symbole substituiert. Die Symbole werden oftmals in einem externen File aufgeführt, welches dann über den Parameter SymbolSet spezifiziert wird und eingelesen wird. Ja, wir haben auch dann begonnen, das Mapping zu machen, das eigentlich einfach die Baumstruktur und die Key-Value-Pairs dann auf ein GeoStyler-Style-Objekt mappt. Das ist vor allem regelbasiert. Wir haben ja die Priorisierung fand statt mit einer Analyse der Map-Files, wo wir auch zuerst geschaut haben, ja, welche Tags und Keys werden besonders oft verwendet in den Map-Files von SwissTopo und welche überhaupt nicht, damit wir so eine kleine Ahnung hatten, was ist jetzt wichtig. Im Verlauf haben wir dann auch der initiale JavaScript-Parser nach TypeScript konvertiert. Wir haben auch eine Type für das Map-File dabei generiert. Und schlussendlich haben wir dann den Map-File-Parser auch noch in das bestehende CLI-Projekt des GeoStylers integriert. Dort war speziell, dass wir vor allem noch ein zusätzlicher Parameter brauchten, um den SymbolSet-Pfad zu übergeben. Das vor allem
daraus resultiert, dass das Interface einen String nimmt und dadurch die relativen Pfade, welche oftmals gebraucht werden in Mapfiles, nicht mehr funktionieren. Ja, zum aktuellen Stand des Mapfile-Parsers. Momentan ist es nur möglich, Mapfiles zu lesen. Es gibt keine Write-Implementation. Ja, die implementierten Mapfile-Tags, vor allem die Vektorsymbolisierung, ist relativ gut abgedeckt. Tags wie Color, Size, Outline, Pattern, Angle, Opacity. Ja, und noch weitere wurden umgesetzt, werden gemappt auf einen GeoStyler-Style. Raster-Symbolisierung ist etwas implementiert, nicht sehr viel. Ja, eine Query, eine simple Darstellung oder ein simpler Verlauf ist implementiert. Die Symbole haben wir vor allem, die TrueType-Fonts-Symbole sind implementiert, Well-Known-Name sind implementiert, das sind einfach die Vektor, die auch das Kreuz, der Circle, ja, also die Basissymbole eigentlich, die auch im Mapfile vorhanden sind. Ja, auch Icons sind auch implementiert. Da bin ich mir jetzt nicht gerade sicher, ob das getestet wurde. Wir haben das so nie verwendet in einem Projekt. Ja, Expressions sind implementiert und funktionieren auf Klasse-Ebene oder wo auch immer sie vorkommen. Scale-Dynamo, ja, die Skalen sind implementiert und funktionieren auch. Was nicht funktioniert, sind etwa Daten und Filter-Tags. Das ist nicht wirklich ein Stilelement, aber es ist trotzdem sehr wichtig für das Endergebnis. Das ist auch etwas, das wir von Hand anpassen mussten bei einem Sample-Projekt. Benutzerdefinierte Vektorsymbole funktionieren auch nicht. Wir haben da mal angedacht, einen SVG on the fly zu generieren, hatten dann aber keine Zeit, das weiter zu verfolgen. Maßeinheiten werden nicht unterstützt, auch nicht im GeoStyler-Style selber. Ja, und die relativen Pfade und Include werden auch nicht abgefangen oder aufgelöst. Es ist auch nicht möglich, mehrere Layer zu lesen. Der GeoStyler, das Framework ist ausgelegt auf einen Layer, ein Style pro Layer. Und in einem Mapfile kann es unter Umständen mehrere Layer haben. Ja, einige, was nicht funktioniert, das ist ein bisschen eine Kombination aus Sachen, die nicht implementiert sind. Einerseits im Mapfile-Parser, andererseits auch im GeoStyler-Style und in anderen Parsern und Formaten. Ja, was nicht in einen GeoStyler-Style-Objekt kodiert werden kann, kann auch nicht weitergegeben werden. Was von einem Writer oder Parser nicht implementiert wird, kann auch nicht weitergegeben werden. Wir sehen das noch am Beispielprojekt besser. Ja, das Beispielprojekt, ja, ist keine interaktive Demo.
Ich werde es einfach kurz zeigen. Es ist sehr einfach. Das ist eigentlich der Befehl, den man braucht, um ein Map-File in ein SLD-File umzuwandeln. Ein Stil-File ist direkt vom GitHub, vom CLI-Projekt. Was speziell ist, ist dieser Mapfile Symbols Pass Parameter, der auf das Symbol File verweist. Ja, es sollte auf einer Linie sein, ist ein bisschen klein geraten. Ja, und das Demo-Projekt, das wir versucht haben zu reproduzieren, das sind die Luftfahrthindernisse von GeoAdmin von Batzel. Das ist ein Layer, der hat Punkte und Linienelemente und auch Polygonelemente. Man sieht sie nicht gut, sind ganz kleine rote Polygone. Beim Reinzoomen sieht man die besser. Wir haben dann diesen Stil genommen und in eine QML übersetzt und in QGIS importiert. Und dabei hat sich gezeigt, dass der QGIS-Parser eigentlich nicht gut die Symbole übersetzt oder vor allem den Font. Und ja, die Linien sind okay, die Polygone waren auch okay, aber der Font konnte nicht aufgelöst werden und anstelle nur einen Punkt generiert. Mit dem SLD-Parser hat es ein bisschen besser funktioniert. Besser gesagt, wir haben dann einen kleinen Tweak gemacht und haben es so hingekriegt, die TTF-Fonts oder Symbole darzustellen. Ja, und ja, vielleicht zoomen wir kurz rein. Sieht fast identisch aus wie das Original mit dem SLD. Etwas, was zum Beispiel nicht funktioniert hat, sind diese Linien hier, die haben einen Anfang und einen Endpunkt, ein Symbol und in den anderen Stützpunkten eigentlich keines. Ja, das wird so übersetzt, dass es jeder Vertex bekommt dann so ein Symbol. Das der Geometransform im Mapfile wird nicht übersetzt. So, und auch in QGIS ist es möglich, das zu reproduzieren. Das ist möglich mit den Stiloptionen. Man sieht dann auch, wenn man das exportiert in QGIS als SLD-Style-Definition, dass Vendored Options sind, die dort rausgeschrieben werden für diese Art von Stil. Ja, und das zeigt eigentlich auf, ja, wo wir angekommen sind, da stellt sich dann die Frage, ja, wo macht es jetzt am meisten Sinn, weiterzuentwickeln? Ja, viele Sachen haben wir implementiert im Mapfile-Reader und waren dann an den Limitationen von eben QGIS-Writer und SLD-Writer angelangt. Aber ja, das Projekt wurde dann nicht mehr weitergeführt. Also ist auf GitHub, ist offen für Contributions, aber es wird nicht aktiv von SwissTopo weiterverfolgt, momentan. Ja, herzlichen Dank. Hier noch ein paar Links zum Komplettieren. Das Projekt auf GitHub, GeoStyler, Mapfile Parser, und auch das CLI-Projekt zum Stile einfach zum Ausprobieren.
Das der beste Weg ist auch gut dokumentiert, das CLI im README. Ja, herzlichen Dank. Herzlichen Dank für diesen tollen Vortrag, Balthasar. Ich finde es immer wieder spannend, wie viel Arbeit wirklich in so einen Parser reingeht und wie komplex auch gerade Stile sind, wenn jedes Projekt es nochmal anders rendert und so weiter. Deswegen großen Respekt an diese Arbeit bei euch. Vielen Dank. Wir schauen mal in die Fragen. Wir haben eine Frage: Kann ich GeoStellar nutzen, um das GeoJSON der Light Base Map der Schweizer, also Swiss Topo, in SLD-Dateien für den Geo-Server umzuwandeln? Wenigstens teilweise? Fragezeichen. Ja, ich denke, das sollte möglich sein. Ich weiß nicht genau, was implementiert ist. Soweit ich weiß, ist die Light Base Map ein Vector-Tiles-Datensatz und der Stil ist ein Mapbox-Style in diesem Fall. Das wird dann mit dem Mapbox-Style-Parser und dem SLD-Parser gehen. Aber da weiß ich nicht, was dort alles implementiert ist. Ja, auf Seite SLD ist relativ gut implementiert. Das war so der meist implementierte Style und Mapbox weiß ich ehrlich gesagt nicht, was dort alles vorhanden ist. Ich wusste bis eben nicht mal, dass es Mapbox-Unterstützung auch gibt. Das ist ja toll. GeoStyler war für mich auch mal so SLD-Richtung und QGIS und so weiter. Toll, dass der immer mehr auch kann. Das ist ja ein typisches Problem, dass man, wenn man umsteigt, dann eben die Stile verliert. Klasse. Die zweite Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wie hoch ist denn der manuelle Nachbearbeitungsaufwand, um wenn man zum Beispiel ein wieder GeoJSON in SLD umwandelt? Muss man noch viel Hand anlegen oder geht das eigentlich? Ja, GeoJSON, ich weiß jetzt gerade nicht, ja, ob das auch wieder ein Mapbox-Vector-Style ist Vermute ich mal. oder ja. Also wir haben gesehen, ja, ich habe es im Vortrag kurz angesprochen mit dem QGIS-Projekt. Es gibt bei SLD auch so Vendored Options. Und zum Beispiel der GeoServer hat jetzt ein TrueType als Well-Known-Name implementiert oder kann man verwenden. Das macht QGIS aber anders, wenn QGIS den Stil als SLD exportiert. Und ja, da gibt es so kleine Sachen, die nicht aufeinander passen. Aber ja, es ist mittlerweile der Nachbearbeitungsaufwand, denke ich, ist ja, verglichen mit einem kompletten Restrukturierung oder ja, ist es verhältnismäßig klein und man hat schon eigentlich eine gute Ausgangslage, denke ich. Bestimmt. Was passiert denn, wenn man jetzt einen Stil hat und will den umwandeln in ein anderes Format und der GeoStudio unterstützt vielleicht einige Elemente davon nicht? Wird er dann abbrechen oder läuft er durch? Wo muss man da aufpassen? Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt, ja, natürlich sind einige Fehlermeldungen implementiert, zum Beispiel, oder Warnungen. Wenn man mehrere Layers in einem Map-File hat, dann, ja, das wird abgefangen, aber sonst sehr viele Sachen, die werden eigentlich nicht abgefangen. Manchmal kommt eine Warnung und manchmal generiert es einfach einen Output und dann muss man es wieder visuell überprüfen, was implementiert ist. Ist auch sehr schwierig, dort etwas Gutes zu machen, weil es halt immer ja, es gibt zwei Übersetzungen beim Implementieren weiß man immer nur von einer. Also wir können sagen, was der Style nicht hergibt, das können wir sagen, aber was dann der Writer nicht hergibt, das wissen wir auch nicht, wenn wir nicht wissen, welcher verwendet wird, ja. Das klingt fast, als ob der GeoStyler SDAL heißen müsste für Style Data Abstraction Language, also neben GDAL und PDAL und MDAL, dann noch für die Style-Transformation quasi. Ja, spannendes Projekt. Wie ist denn das? Also wenn ihr, das ist ja auch ein bisschen dann natürlich gefährlich, wenn man jetzt Dinge umwandelt. Gibt es in dem Projekt irgendwie auch Tests, die dann visuell schauen, was vorne hinten rauskommt? Oder wäre das überhaupt möglich? Ich weiß nicht, irgendwas dir gezeigt, dass dann auch zwischen Map-Server und QGIS zum Beispiel Dinge ja auch unterschiedlich aussehen. Gibt es Tests in dem Projekt, die auch wirklich visuell schauen, was die Unterschiede sind, wenn man von SLD nach was anderem umwandelt? Nein,
Also wir haben das mal angedacht, dass wir so wie eine Test-Pipeline machen und dann wirklich so ein Perceptual Hash oder Perceptual Loss oder so etwas dann rechnen und zwei Ausschnitte generieren mit unterschiedlichen Styles. Aber ja, wir haben nicht mal einen Writer hingekriegt in der Zeit. Und ja, das ist auch so etwas von der langen Liste, die wir hatten, aber jetzt halt nicht mehr umsetzen, weil wir nicht mehr wirklich aktiv für einen Content am Entwickeln sind. Ja, klingt auch sehr, sehr komplex, würde ich direkt mal sagen. Wenn jemand Lust auf Kartografie-Projekte hat, das wäre, glaube ich, was super Tolles. Das wäre, also das Projekt an sich ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, ja, Stein in der Welt von Interoperabilität zwischen Systemen. Und das noch näher abzusichern, wäre natürlich großartig. Ich schaue nochmal an die Fragen. Da haben wir nichts Neues dazugekriegt. Von daher nochmal einen ganz herzlichen Dank für deinen tollen Vortrag.